Advent, Advent, die vierte Kerze brennt. Yep. Leute, ach Gott, es hängt hier so viel Knet. Yep. Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und vielleicht seht ihr es ja, wo wir hier sind. Genau, hier ist eine mega Aussicht. Wer mich schon seit Anfang an verfolgt, der dritte Vlog, hier oben oder hier nochmal verlinkt. Da waren wir in Hattgenstein. Ich habe gesagt, da sind wir ja nur ein Trail gefahren. Ich habe gesagt, wir fahren auch irgendwann mal die Runde. Und heute ist es soweit. Wir fahren heute die Runde. Ich bin jetzt hier hingefahren, also schon so eine kleine Fortsetzung von 50 Kilometer. Ich bin jetzt erstmal im E-Bike hier hingefahren. Wir haben jetzt schon 10,78 Kilometer hinter uns. Genau, 40 Minuten bin ich jetzt hingefahren. Genau, ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt in den Trail. Da geht der Trail los, da unten. Ja. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden jetzt richtig fett Trail-Rennen gehen. Wir müssen Gas geben, weil es schon fast 2 Uhr und es wird um 5 dunkel. Ich wünsche euch viel Spaß, es wird mega geil. Yes! Let's go. Das hier kennt ihr ja noch vom letzten Mal. Gucken, wie viele Kilometer wir heute schaffen. Ich habe auch nicht mehr. Also bis hierhin waren jetzt 10 Kilometer. Da hat der Akku natürlich auch von zu leiden. Nächster Abschnitt. Ich muss auf meine Kette aufpassen. Ich habe Probleme mit der Schaltung der Kette. Alter! Ey! Blöde Rotzschaltung. Hallo Leute und herzlich willkommen zur Werbung. Falls euch das Video gefällt, lasst doch gern ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und verpasst nie wieder ein Video. Falls ihr noch weitere Videos sehen wollt, checkt den Kanal ab. Danke und jetzt weiter zum Video. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe mir immer noch einen Kettenschloss mitgenommen. Wenn wir das. Wir sind in der letzten Zeit am Kettenschloss immer die Kette aufgegangen. Und jo, wenn das im Arsch ist, ist das halt im Arsch. Das hier ist auch nicht so cool. So, nächster Abschnitt. Hier sind auch überall blaue und schwarze und rote Abschnitte. Schön gestaffelt. Aber eigentlich sind die schwarzen Abschnitte nicht so schwer, wenn man sie schnell fährt. Also umso schneller man sie fährt, umso schwerer. Aua, umso schwerer werden sie natürlich, aber es geht eigentlich klar. So, das Stück ist eigentlich am geilsten. Ich muss sagen, ist auch gut gepflegt hier. Also natürlich, das Laub hier ist halt gut weg, deshalb meine ich natürlich, oh das war okay. Natürlich, wenn hier die Leute langfahren, dann geht das Laub natürlich auch ein bisschen weg, aber so viel glaube ich nicht. Also ich denke mal, die haben ja schon ein bisschen was per Hand gemacht. So, und vom Nassen so geht es eigentlich fit. Gibt so ein paar Pfützen hier. Und ich habe neue Reifen drauf. Und ich habe nur noch 3 Balken. Geil. So. Jetzt geht es hier geradeaus weiter. Stimmt's? Ja. Ab hier kann ich den Partner mehr. Jetzt geht es hier, glaube ich, erst mal ein Stück weit hoch. Nachher geht es dann
nochmal Trail. Genau. Hier sind ab und zu auch so Steinpassagen, wo man auch berghoch drüber muss. Also E-Bike ist hier sehr empfohlen. So, jetzt geht's weiter berghoch. Das feiere ich halt hier so. Das gibt es eigentlich sonst echt nirgendwo. Solche Berghochpassagen. Aber ja, beim Enduro oder so ist das hier schon richtig hart. E-Bike, ja, bock das. Oh Gott. So, Spitzkleider. Perfekt. So, das hier ist auch relativ fies. Muss man wenig treten, damit man da langkommt. Und hier sind halt immer an den Bäumen oder so Schilder, damit ihr wisst, wo ihr langfahrt. Der Großteil ist Trail. Genau, und es geht so relativ berghoch, bergunter, halt durch die Berge so. Also ich finde es echt sehr nice. Gibt es halt kaum so, und für den Winter, wir haben hier immer offen. Für den Winter ist es echt lustig hier. Von einmal im Jahr machen die auch so eine Veranstaltung hier, wo es dann nicht nur den Trail hier gibt, die Runde, sondern halt auch mehrere, sogar 50 Kilometer. Da war ich auch dieses Jahr. Nur normal starten dann morgens alle miteinander. Aber da kamen kaum Leute, weil es da gestürmt und geregnet hat. Da war ich erst mittags da. Genau. Da sind wir die Runde hier gerade kurz gefahren. Da sind wir auch nicht im E-Bike hingefahren, sondern mit dem Auto. Das spart um einiges Akku. Also super für Anfänger, muss ich sagen. Schwere und leichte Teile gibt es hier. Und es ist halt... also wirklich, es hilft an Minen sau, weil hier muss man wirklich gucken, wo man hinfährt. Weil wenn du auf einer Wurzel stehst, rutschst du weg oder drehst durch. Was auch immer. Deshalb muss man sich hier echt konzentrieren. Ach, und Kraft auch. Und Kraft muss man auch haben. Ich bin halt voll tief hingefahren. Und dann zu Hause bis hier hin. Und ja. Mein Dorf ist auch relativ hoch, aber man fährt erstmal runter und dann nachher hoch, und das ist ganz schön ekelhaft, wenn man dann nur berg hoch muss und nur Höhenmeter macht und eigentlich fast kaum mehr runter. Oh. So, hier wird's hart, ne? Ja, das wiederholen wir nochmal. Let's go. Schuh. Kennt ihr auch schon von dem Vlog? Oh Gott. Oh, das ist tricky. Darf man auf keinen Fall zu viel Gas geben. Easy. Übrigens, ich finde es krass,
die hier Genehmigung bekommen haben. Weil das ist ja nicht alles ein Wald hier, das geht ja von Waldstück zu Waldstück. Naja, vielleicht kann man es doch als Wanderweg ansehen. Und Wanderwege sind ja viel einfacher legal zu machen als Pakistan, als Mountainbike-Wege, was ich eigentlich ziemlich bitter finde. Weil, ja, es ist schon ein gutes Geschäft, nur unsere Region hier macht wirklich gar nichts. Immer nur dagegen. Ah, hier, guck mal, in der 5. Klasse, jetzt bin ich 9., haben wir hier unsere erste Klassenfahrt gemacht. Also 2., aber die erste in der neuen Schule. So, jetzt sind wir hier wieder über eine Straße gekommen. Das ist eigentlich immer ganz cool, dass man über eine Straße fährt, nicht nur im Wald rumfährt und eine Bremse gibt. Da hat man noch ein bisschen Orientierung. Wir sind jetzt bei 16 Kilometern. Schon. Mal gucken. Ich muss halt auf die Zeit achten. Ich brauche mindestens einen Balken, um nach Hause zu kommen. Es wird spannend auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also, Waldweg, Straße, das ist falsch. Genau, jetzt geht's hier irgendwie durch. Jetzt gerade mal gucken, wo ich bin. Und eigentlich muss ich jetzt so langsam mich hart nach Hause schaffen. Ich fahre mal auf den Weg da. Das Problem ist halt, ich habe keinen Plan, wie ich aus dem Wald hier rauskomme. Hallo? Hallo? Geht's hier runter nach Schwollen? Wie bitte? Geht's da runter nach Schwollen oder wo geht's ja, da hin? Ja, ah, zum Ort gut. Direkt oder? Ja, zum Ort direkt. Tschiu! Ja, ich mache mich jetzt einfach mal auf den Weg nach Hause, weil mit so wenig Akku hat das keinen Zweck. Also wird es auf jeden Fall noch einen dritten Teil geben. Weil ich weiß noch nicht mal, ob ich euch überhaupt die Hälfte von den Trails da gezeigt habe. Das nächste Mal werden wir einfach mit Ersatzakku fahren oder wir fahren einfach, ja, ich muss schon im Auto hier hinfahren lassen oder so. So Leute, 3 Tage später und wie man immer so schön sagt, das Beste kommt zum Schluss. Ich bin hier auf Frühjahrsfahrt Hettenrot, wie ich gesagt hatte, und es ist sehr matschig, aber es geht eigentlich fit. Das Wetter ist saugeil, ist zwar sehr kalt, aber geht fit. Ich werde ein bisschen was von außen filmen, ein bisschen was von meinem Helm, ein bisschen raw, denke ich mal. Ja, das sind jetzt die letzten Aufnahmen für 2020. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Let's go. Thank you.
Jo. Tschu. Yes. Geil. Tschu. So Leute, das Video ist am Ende. Wer jetzt keinen Bock mehr hat, schaltet ab, lasst doch ein Abo, ein Like da und einen Kommentar. Übrigens, wenn ihr Kommentare da lasst, ist es einfach immer besser, weil das Video wird einfach immer mehr gepusht. Also wenn ihr mir was Gutes tun wollt, lasst einen Kommentar da und wenn euch nichts einfällt, schreibt einfach für den Algorithmus oder so. Das pusht immer ein bisschen, dass es mehr Aufrufe bekommt und ja, genau, ist einfach geil. Und teilt das Video überall, auf Instagram überall und an jeden, den ihr kennt, genau. So, jetzt zur E-Bike-Tour. Also wir sind 30 Kilometer gefahren, der Akku war gerade leer, als ich nach Hause kam. Dann sind wir natürlich hier noch ein bisschen auf dem Hometrail gefahren. Genau, hat mega Bock gemacht, so für Ende des Jahres. Wir werden auf jeden Fall das Ganze nochmal wiederholen, dann mit einem Ersatzakku, denke ich mal, oder ich lasse mich mit dem Auto dahin fahren. Dann fahren wir auch die komplette Runde, dann zeige ich euch jeden Trail, den es da gibt. Dann können wir meinetwegen auch diese Straße da fahren. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte oder ob ich es reingeschnitten habe. Auf jeden Fall, am Ende fährt man einfach nur noch Landstraße. Und genau, das macht da nicht so Bock. Aber das können wir dann gerne mal komplett fahren mit Ersatzakku. Oder halt, ich lasse mich dahin fahren, eins von beiden. Obwohl, wenn man ohne Ersatzakku fährt, wird es auch schon eng. Genau, hier der Trail. Es geht nächstes Jahr auf jeden Fall hier weiter. Ist halt momentan genau ein bisschen matschig, so wie jeder Bikepark oder irgendwelchen Hometrails oder der Wald ist momentan generell viel zu matschig. Es geht nächstes Jahr auf jeden Fall hier weiter. Ich habe schon mega Bock auf nächstes Jahr, wenn die Bikeparks nochmal aufmachen. Hoffen wir dann, dass das auch pünktlich wird. Dann habe ich Bock auf nächstes Jahr. Dirt Masters Winterberg, hoffentlich finden die statt. Habe ich absolut Bock drauf, war ich noch nie. Nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Ich würde sagen, wir labern auch jetzt gar nicht so lange. Wie gesagt, vielen Dank an euren Support dieses Jahr. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat mega Bock gemacht und nächstes Jahr kommen auf jeden Fall mehr Videos. Dieses Jahr wird, denke ich, keins mehr kommen, aber werdet ihr dann sehen. Vielleicht kommt noch mal so random eins. Big Project kommt und ja, da kommt auch noch ein Video, werdet ihr dann sehen. Genau. Vielen Dank an euch alle. Lasst dieses Video noch mal richtig viral gehen, einfach. So, dass ich am Ende des Jahres nochmal richtig gepusht werde. Probiert mal die 150 Abonnenten zu knacken oder mehr. Teilt das an jeden, den ihr kennt. Teilt es auf Instagram überall. Macht überall Werbung. Schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr nur für den Algorithmus oder so eine Scheiße schreibt, schreibt einfach irgendwas. Das pusht das Video einfach. Teilt es an jeden. Liked, abonniert und lasst das Video nochmal am Ende des Jahres richtig viral gehen. Hätte ich richtig Bock drauf. Wird mich mega pushen auf nächstes Jahr. Wie gesagt, stellt euch auf richtig geilen Stuff nächstes Jahr ein. Es wird mega geil. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, dann würde ich sagen, habt bis zum nächsten Video eine gute Zeit und lasst ein Abo und Like da, wie gesagt, und teilt das in jedem, den ihr kennt. Vielen Dank für euren Support dieses Jahr. Es hat mega Bock gemacht. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und es wird noch geiler. Yes. Ciao.